Willkommen zum bedingungslosen Nachmittag heute, 14. Juni 2015, live aus Speichers Rock und Blues-Kneipe. Besonders besonders hier an dieser Sendung meine letzte Moderation. Ich gebe heute den Staffelstart wirklich offiziell weiter an den Olaf Michael Ostertag und an die Juliane Bär, die das ja nun auch schon lange macht. Ich meine, Juliane. Danke, Wolf. Wir kommen da zum Ende der Sendung, werden wir dich nochmal ganz feierlich verabschieden. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema, würde ich vorschlagen. Ihr habt es ja vielleicht schon gelesen, wir wollen heute über TTIP reden. Wir haben alle nicht so viel Ahnung, das ist aber auch Sinn der Sache, dass die Leute nicht so viel Ahnung haben wollen. Aber wir haben eine Expertin hier und das ist Nelly Grotefend, Referentin für internationale Handelspolitik beim Forum Umwelt und Entwicklung sowie Koordinatorin des deutschen Bündnisses TTIP unverhandelbar. Hallo Nelly. Hallo. Habe ich was vergessen? Möchtest du dich nochmal selber vorstellen, etwas ausführlicher? Gibt es noch was zu sagen zu dir? Ja, zu sagen gibt es sicherlich noch jede Menge. Vergessen hast du soweit erstmal nichts. Ich würde gerne einfach noch ein paar Sätze sagen zu unserem Bündnis. Gerne. Damit ihr auch das ein bisschen besser einordnen könnt. Also TTIP unverhandelbar hat sich gegründet, als so langsam an die Oberfläche sickerte, dass die EU und die USA ein neues Freihandelsabkommen verhandeln wollen. Nee. Das TTIP, das Trade and Investment Partnership. Nee. Und wir sind mittlerweile knapp 100 Organisationen, die sich unter diesem Namen organisieren und klar gegen TTIP aussprechen und gegen TTIP mobilisieren. Nee. Und ganz besonders wichtig und im Zentrum unserer Arbeit steht eben die Informationsaufklärung und die Vernetzung. Nee. Wir sind ganz explizit ein deutsches Bündnis der deutschen Zivilgesellschaft. Wir sind aber organisiert und eingebunden in den europäischen, auch in den transatlantischen Widerstand oder in die Bewegung. Es gibt ja, wie ihr sicherlich wisst, seit letztem Jahr Oktober die selbstorganisierte Bürgerinitiative Stopp TTIP, die eben auf europäischer Ebene Unterschriften gegen TTIP und CETA sammelt und mittlerweile Unterstützerorganisationen in allen 28 Mitgliedstaaten hat. Und mit denen arbeiten wir eng zusammen, gerade im deutschen Kontext, aber auch auf europäischer Ebene, wenn es um Informationsaustausch geht, wenn es auch um Lobbyarbeit geht, beispielsweise geht Druck auf Rechtsanwälte, auf deutsche Politikerinnen, aber auch auf die Blase in Brüssel und auch gehen wir Hand in Hand in Vernetzung mit unseren Kameraden und Kameradinnen in den USA und Kanada. Kannst du eben sagen, wir kommen bestimmt im Laufe der Sendung nochmal drauf, wo man euch im Netz findet. Also das ist TTIP unverhandelbar, ich kann es aber auch mal ansagen, also TTIP, wie man schreibt und spricht. Und dann haben wir unverhandelbar, also unfair wie fair, wie unfair sozusagen und dann handelbar. Wenn man das eingibt, dann kommt man auf euer Bild. Genau, da müsste noch so ein Bindestrich zwischen ttip-unverhandelbar.de. Den Link zur europäischen Bürgerinitiative findet ihr unter stopptitip.de oder auch com, ist auf verschiedene Sprachen übersetzt worden. Jetzt würden wir gerne, ich meine, viele wissen natürlich schon, was TTIP ist, aber vielleicht einfach trotzdem noch mal in ein paar wenigen Sätzen, was ist TTIP? Was kann man sich darunter vorstellen, damit wir das sozusagen als Einladung eben haben, dass du das einfach noch mal so erklärst, leicht verständlich, auch für Leute, die nicht so politisch vorgebildet sind. Ja, ich bemühe mich und gerne könnt ihr Nachfragen stellen, auch im Publikum, wenn es dazu Unklarheiten gibt. Also TTIP ist ein Handels- und Investitionsabkommen, das derzeit verhandelt wird zwischen den beiden Partnern USA und EU. Für die EU verhandelt die DG Trade, die Generaldirektion Handel, also die Kommission hat ein Mandat vom Rat ausgesprochen bekommen, um in diese Verhandlungen zu gehen. Es handelt sich hierbei um ein umfassendes Abkommen, das heißt, es wird nicht nur ein Bereich, sondern eigentlich alle Bereiche, die unser tägliches Leben betreffen, irgendwie mitverhandelt. Es geht dabei nicht nur zum Beispiel um Agrarprodukte oder um Blinker für Autos, sondern es geht eben auch um öffentliche Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und so weiter und so fort. Und um den Kulturbereich. Kulturbereich, Gesundheit, Bildung, alles steht zur Disposition, steht zur Verhandlung
Und deswegen beurteilen wir von der Zivilgesellschaft, von TTIP und Verhandlungen dieses Abkommen als brandgefährlich und als zutiefst undemokratisch. Nicht nur geschuldet dem Verhandlungsprozess, dass eben es sich dabei nicht um einen partizipativen Prozess handelt, sondern die Kommission im Alleingang verhandelt, ohne dass es eine wirkliche Rückspiegelung gibt an uns als Bürgerinnen und Bürger. Keine Möglichkeit, da in irgendeiner Form uns aktiv zu beteiligen. Darf ich da mal einhaken? Vielleicht ist es schon eine Frage. Also das heißt, die Bürgerinnen und Bürger bekommen nachher das Fertige vorgesetzt, ohne dass sie bis in den Prozess der Verhandlungen eingebunden werden. Ist das richtig so? Genau. Also ist das, was du antwortest? Nee, nicht als. Ja, ich sehe schon, es gibt viel Fragepotenzial hier. Also genau, wir die Verhandlungen finden auf europäischer Ebene statt und es wird dann, wenn der fertig verhandelte Text vorliegt, zu einer Abstimmung auf europäischer Ebene zunächst kommen und dann, wenn es sich um ein gemischtes Abkommen handelt, werden auch alle Mitgliedsländer zur Absprache gebeten. Und da ist dann unsere Möglichkeit, eben über unsere direkten Volksvertreterinnen und Volksvertreter auf nationaler Ebene auch Einfluss zu nehmen. Natürlich auch auf das Europäische Parlament, wo wir auch sozusagen Vertreterinnen haben. Aber in dem Prozess, im vorwiegenden Verhandlungsprozess sind wir nicht eingebunden. Dann teils gegen die Nachfrage. Das heißt, der normale Bürger, das fließt erstmal zwischendurch noch, das müssen dann die gewählten Vertreter machen. Nur die dürfen verhandeln. Nein, nur die Kommission oder die Generaldirektion Handel verhandelt. Und die ist ja nicht, ist die gewählt worden oder? Nein. Die Kommission wird insofern nicht direkt von uns gewählt, wie beispielsweise das Europäische Parlament. Sondern die Verhandlerinnen werden bestimmt. Könntest du vielleicht auch in zwei, drei Sätzen sagen, Vorteil für die Bevölkerung, wir sind ja nun in Deutschland, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das, global kommen wir nachher noch zu, aber so in Deutschland, wenn jetzt die Leute sagen, okay, habe ich soweit kapiert, was sind jetzt für mich hier in Deutschland die Vorteile und was sind die Nachteile, kann man das kurz zusammenfassen? Ja, also von unserer Seite her, wir fordern ja die Verhandlungen auszusetzen, also zu stoppen und einen Neubeginn zu wagen. Von dem her sehen wir jetzt keine klaren Vorteile auf der Hand, beziehungsweise ich komme zu dem Vorteil, den wir sehen, gleich nochmal. Aber von Seiten der Kommission oder auch von unserem Wirtschaftsminister Gabriel und so wurde lange Zeit ins Feld geführt, TTIP bringt uns, also kurbelt unsere Wirtschaft an, bringt uns Aufschwung, bringt uns Wohlstand, bringt uns auch vor allen Dingen neue Jobs. Ja. Diese Zahlen, die da kursiert sind, die beachtlich waren auf eine Art, also teilweise wurde mal um sich geworfen mit jeder europäische Haushalt kann bis zu 550 Euro im Jahr mehr erwarten in der eigenen Haushaltskasse. Die mussten jetzt revidiert werden zu Beginn des Jahres. War besonders peinlich auch für den BDI, unseren Bundesverband der deutschen Industrie oder auch die Automobilhersteller, die oder auch verschiedene Parteien, CDU, CSU, die da sagen mussten, okay, ja, wir können leider diese Wachstumseffekte, diese vermeintlich positiven, gar nicht so klar voraussagen, dass wir wissen, in 10 Jahren haben wir so einen hohen Effekt auf unser BIP. Wir müssen uns da ein bisschen zurücknehmen. Und deswegen hat auch die Argumentation für TTIP sich jetzt sehr stark verändert. Wenn wir den Diskurs beobachten, war eben lange Zeit dieses Argument so, ja, kurbelt die Wirtschaft an, kurbelt das Wohlstand. Und mittlerweile sind wir eher auf der Linie, dass gesagt wird, TTIP ist unsere Chance für Europa, zusammen mit den USA globale Standards zu setzen. Das heißt, wir werden den Rest der Welt bekehren und unsere guten Standards, unseren goldenen Standard der Welt verteidigen und das wird für alle das Beste sein. Ich sage das jetzt schon mal als ironischen Unterton, weil ich damit natürlich absolut nicht einverstanden bin. Aber so ist die Argumentation der Zeit. Was sehen wir auf der anderen Seite? Ich hatte es ja vorhin schon erläutert, das sind eher die Nachteile für uns als Bürgerinnen und Bürger. Wie gesagt, dieses Abkommen ist brandgefährlich und umfassend. Und birgt besonders scharfe Mechanismen, die zu einer massiven Liberalisierung und Deregulierung führen werden und im Endeffekt unsere Demokratie aushöhlen. Ich bringe mal ein Beispiel, worüber wir bestimmt gleich nochmal im Detail sprechen werden und was auch einige von euch sicherlich schon gehört haben, wenn sie ein bisschen in die Debatte, sei es nur mal die Tageszeitung aufgeschlagen, reingeschnuppert haben, sind die sogenannten Schiedsgerichte oder das Investorstaatklagerecht. Ein Mechanismus, mit dem Investoren unter diesem Freihandelsabkommen ihre Rechte einklagen können, vor einem parallel situierten privaten Schiedsgericht. Und Regularien oder andere Maßnahmen angreifen können, die ihren Profit gefährden.
profitgefährdende Maßnahmen sind zum Beispiel Umweltschutzstandards, sind zum Beispiel Arbeitnehmerinnenrechte und so weiter und so fort. Also von dem her sehe ich da keine besonderen Vorteile für uns auf dem Teller liegen. Okay, Olaf? Ja, ich nutze die Gelegenheit auch nochmal Hallo zu sagen. Olaf, ich kam jetzt bisher noch gar nicht zu Wort heute, aber das ist vollkommen okay. Aber ich habe mich gerade eben gewundert, dass du gesagt hast, ihr seid dafür. Ihr seid dafür, dass die Verhandlungen jetzt quasi erstmal angehalten werden und dann ein Neustart gegeben wird. Was heißt denn das? Also wofür denn dann eigentlich neue Verhandlungen? Ist das nicht grundsätzlich eigentlich völlig überflüssig? Gut, die neuen Verhandlungen, da hast du mich natürlich gleich auf den Finger in die Wunde gelegt oder beziehungsweise nochmal vorher mir die Gelegenheit gegeben, da mal klare Worte zu sprechen. Wir fordern natürlich nicht einfach, dass das Ganze mal von vorne aufgerollt wird, sondern was wir fordern, ist ein grundsätzliches Umdenken in der Handelspolitik. Handel darf nicht zum Selbstzweck verkommen, sondern soll uns als Bürgerinnen und Bürger irgendwelche Vorteile bringen und soll uns auch in der Welt gemeinsam näher zusammenbringen. Die Globalisierung aufhalten können wir nicht, aber wir können sie ganz klar gestalten. TTIP ist nicht der Weg, in unserem Sinne da irgendwas demokratisch und fair und partizipativ zu gestalten, sondern ganz im Gegenteil. Es wird dem Vorteil einiger weniger dienen und zu denen werden nicht so viele von uns gehören. Das heißt also, eigentlich wolltet ihr den Stopp der Verhandlungen, ohne dass sie wieder aufgenommen werden? Genau, ich habe mich da einfach ein bisschen unklar ausgedrückt. Es geht dabei, ich wollte damit nur ausdrücken, sagen wir sind nicht prinzipiell gegen Handel in jeglicher Form. Es gibt durchaus Vorschläge aus der Zivilgesellschaft, die sagen, es gibt Alternativen, es kann eine alternative Handelspolitik geben, aber um diese durchsetzen zu können, müssen wir aber grundsätzlich erstmal diesen ganzen Trend hier aufhalten. Also das hieße, wenn ich dich frage, was sind die Vorteile, da könnten wir heute im Laufe der Sendung gar nicht so groß drüber reden. Du siehst da keine, wir reden also so im Laufe der Sendung über die Nachteile, oder? Naja, wir können über den Vorteil reden, als dass ich, gerade wenn ich die europäische Bewegung angucke, sehe, TTIP bringt viele Nachteile und bringt uns den Vorteil, dass wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine sehr dermaßen in Schwung kommende, erstarkende soziale Bewegung haben in Europa. Wenn die weiter befeuert wird, kann es auch nur in unserem Sinne sein. Okay, gut. Dann machen wir an der Stelle erstmal Musik. Du hast heute Musik für uns mitgebracht. Möchtest du die anmoderieren oder Klaus, habt ihr das nicht abgesprochen oder wie machen wir es? Ich glaube, Klaus macht einfach die Jukebox an. Okay, dann lassen wir uns überraschen. Gut, wunderbar. Dann machen wir jetzt Musik. Bedingungslosen Nachmittag heute am 14. Juni 2015. Es geht um das Thema TTIP. Wer macht es jetzt weiter? Du oder Olaf? Ja, diesmal ist es meine Runde. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Rückkopplungen produziere mit diesem Mikro. Vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht bin ich heute irgendwie elektrisch aufgeladen. Ich habe keine Ahnung. Geht das jetzt besser? Dann nehmen wir jetzt mal dieses Mikrofon für den Mund. War okay, ja gut. Also wir gewöhnen uns an diesen neuen Ort in der Speiche, in der Rommerstraße 39 sind wir. Wir sind übrigens auch im Chat zu erreichen. Falls ihr also Fragen an unseren Gast, an Nelly, stellen wollt, dann könnt ihr auf rockkrank.de den Chat aufrufen und sofort Fragen stellen. Wir sehen das. Wir können es dann auch gleich weiterreichen. Meine Frage jetzt, wir hatten in den letzten Wochen im Europäischen Parlament, glaube ich, ziemlich viel Aufruhr um TTIP. Also es wurde einmal von der Tagesordnung gesetzt, es wurde eine Diskussion zu TTIP geführt, wo es laut geworden sein soll, wo sich Vertreter ausgerechnet der beiden großen Fraktionen der Europäischen Volkspartei, der Sozialistischen Internationalen, was die Sozialdemokraten sind, angebrüllt haben sollen und schließlich haben die Fraktionsvorsitzenden, so ist es jedenfalls kolportiert worden, auch das Gefühl gehabt, um Gottes Willen, wir haben gar keine Mehrheit im Europäischen Parlament für die Verhandlungen. Was ist da passiert? Ja, also du spielst auf die TTIP-Resolution an. Das ist der Interausschuss, der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments hat unter der Führung von Bernd Lange, ein deutscher SPDler, einen Standpunkt zu TTIP erarbeitet und den wollte den im Plenum vorstellen. Und zu diesem Standpunkt können also unterschiedliche Änderungsanträge gestellt werden von allen Mitgliedern.
Unterschiedliche andere Ausschüsse des EPs hatten sich auch zu TTIP positioniert und auch unter anderem ihre Erinnerungen eingebracht. Und letzte Woche, am Mittwoch, sollte das Ganze dann also erst in eine Debatte gehen und dann zu einer Abstimmung kommen. Und der Text, der da verabschiedet wird, ist also sozusagen ein Signal an die Kommission, ein Signal an die Verhandlungen, ist aber kein bindendes Dokument. Also es handelt sich hierbei nicht um eine finale Abstimmung über TTIP, sondern nur eben um eine Meinungsbildung. Und was passiert ist, es gab also nicht überdurchschnittlich viele, aber schon recht viele Änderungsanträge. Am Schluss hat eben Schulz das auch als Argument genutzt, um zu sagen, okay, wir werden nicht abstimmen am Mittwoch. Es gab 116 Einreichungen und die müssen jetzt erstmal besprochen werden, bestätigt werden. Hinter den Kulissen bedeutet das eher, in meiner Lesart bedeutet das eben genau, was du schon angedeutet hast, es gibt keine Mehrheit für TTIP, besonders in den kritischen Fragen um Investor-Staat-Klagerecht, aber auch der Hybrid- oder Negativliste für Dienstleistungen, also Marktzugänge und Inländerbehandlung im öffentlichen Bereich. Und es gibt aber auch Streitpunkte bei Arbeitnehmerinnenrechte, ILO-Kernarbeitsnormen wäre ein Stichwort. Und auch im Kultur- und Datenschutzbereich. Und es hat aber auch offensichtlich viele Einwände gegeben aus den Fraktionen, die das eigentlich bei uns tragen. Also in Deutschland sind wir ja eine große Koalition gewohnt, die mehr oder weniger vor sich hin arbeitet. Völlig unspektakulär, ohne dass es jetzt von einzelnen Abgeordneten da großartig auffällige Widersprüche gibt. Im Europäischen Parlament scheint das aber wohl anders gewesen zu sein. Naja, in der deutschen Parteilandschaft ist es jetzt auch nicht ganz friedliches Einvernehmen für TTIP. Auch bei der Großen Koalition in der Basis der SPD brodelt es ganz gehörig zu dem Thema, nur in der Spitze wird eben noch Einheit geübt. Ist auch nicht weiter verwunderlich, weil Gabriel ja zugleich unser Wirtschaftsminister ist und sozusagen von Haus her gerne so ein Freihandelsabkommen umarmen möchte. Genau. Von dem her, sowohl auf europäischer wie auch auf deutscher Ebene gibt es da Uneinigkeit und das Parlament hat sich jetzt erst nochmal zur weiteren Beratung zurückgezogen, versucht da Zeit zu gewinnen. Gerade die TTIP-befürwortenden Parteien hoffen natürlich noch, dass sie Kompromisse hinter den Kulissen festklopfen können. Für uns als Zivilgesellschaft bedeutet das aber auch, dass wir mehr Zeit haben, denn auch noch anderen Leuten davon zu erzählen, die europäische Bewegung zu bestärken. Denn unsere Erfahrung zeigt so ein bisschen, umso mehr die Leute über die TTIP wissen, umso mehr lehnen sie dieses Abkommen ab. Es ist ja bisher so, dass es Umfragen gibt, dass in Deutschland und Österreich die Skepsis bzw. Ablehnung gegenüber TTIP am größten ist, wohingegen alle anderen europäischen Länder da noch nicht so richtig aufgewacht sind. Was ist denn da dran? Ja, das ist so ein Argument, das hält sich und ist ja auch irgendwie griffig für die TTIP-befürwortende Seite. Zu sagen, es ist die deutsche Angst, die dieses Abkommen ablehnt. Das Klömmchen ist überholt als Argument, ganz klar. Und sicherlich kann man sagen, dass in 2013 die Welle des Widerstands sich in Deutschland und Österreich geregt hat und sich da relativ schnell ausgebreitet hat. Wir können das auch immer noch ablesen an den Unterschriften für die europäische, selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative. Deutschland hat da mittlerweile 1 Million Unterschriften, aber europaweit haben wir jetzt die 2-Millionen-Marke geknackt. Wir sind mittlerweile bei 2,1 Millionen Unterschriften und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, 28 Mitgliedsländer haben Unterstützerorganisationen. Insgesamt wird die EWI von 470 unterstützenden Organisationen in ganz Europa getragen. Und wir können an diesen Zahlen, die beständig wachsen, auch absehen, wie sich die unterschiedlichen Länder entwickeln. Und es gibt mittlerweile eine starke Bewegung auch in Ländern, die vielleicht sonst eher eine schwächere Zivilgesellschaft aus unserer Perspektive beurteilt haben. Nehmen wir mal die osteuropäischen Länder. Es bewegt sich da starker Widerstand, erstaunlicherweise auch in Polen, in Ungarn. Zum 18. April, was der globale Aktionstag gegen Freihandel war, gab es auch dort größere Demonstrationen. Wir hatten große Demonstrationen in Spanien, also 15.000 Menschen auf den Straßen von Madrid, 15 bis 20 in Barcelona, 5.000 in London. Auch das französische Netzwerk ist mittlerweile sehr gut aufgestellt. Es gibt dort eine Initiative Stop TAFTA, TAFTA-freie Kommunen, also TAFTA ist das Pendant zu TTIP auf Französisch.
auch gerne genutzt. Und da haben sich viele ganz freundlich schon klar geäußert. Und auch auf politischer Ebene können wir ablesen, dass es kein deutsches Phänomen mehr ist. Ganz im Gegenteil, also der französische Senat beispielsweise hat sich gegen ISDS ausgesprochen. Es gab auch vergleichbare Signale aus beispielsweise Ungarn und aus Belgien. So, von sowas können wir in Deutschland bisher nur träumen, dass Gabriel sich hinstellt und sagt, nö, ISDS ohne mich beispielsweise. Darf ich kurz einhaken? Wie ist das mit Amerika, mit den Protesten in Amerika? Also wir haben Kontakt zu unseren transatlantischen Partnerinnen und Partnern. Die Debatte da bewegt sich momentan sehr stark um zum einen TTIP, zum anderen TPP, das transpazifische Abkommen, was die USA derzeit verhandelt mit Australien, Neuseeland, Chile, Peru, Brunei, Malaysia, Japan und Vietnam. Und die Aktivistinnen haben sich jetzt in den letzten Wochen sehr stark auf Fast Track Authority konzentriert. Das ist eine Möglichkeit, mit der der Präsident einen Antrag stellen kann, um ein schnelleres Verhandlungsmandat zu bekommen. Vergleichbar mit dem Verhandlungsmandat, was wir in Europa haben, also dass am Schluss die Vertreterinnen und Vertreter nur noch Ja oder Nein sagen können zum Abkommen. Derzeit ist das nicht so in den USA. Da gibt es noch Mitverhandlungen, mit Rederecht von den Abgeordneten sozusagen. Das war doch die überraschende Entwicklung, dass ausgerechnet die demokratische Partei dem eigenen demokratischen Präsidenten dabei in den Arm fallen lässt. Ganz genau, wir haben die Entscheidung am Freitag jetzt gehabt. Und ich denke, wir können darin ganz klar abreden, dass sich auch in den USA ein enormer Druck aufbaut von zivilgesellschaftlicher Seite. Auch da natürlich aus der Erfahrung lernen, die die USA wie auch Kanada zum Beispiel, die kanadische Bewegung mit NAFTA gemacht haben. Was sozusagen in unserer Lesart das erste große Freiheitsabkommen zwischen Industriestaaten auch war, zwischen Mexiko, USA und Kanada. Und diese Erfahrungen, die haben ja dann auch belegt, dass die Arbeitsnormen dramatisch gesunken sind, dass also Arbeitsplätze auch verlagert worden sind und dann aber im Ergebnis eigentlich überall schlechter waren. Heißt, das Einzige, was so ein Freihandelsabkommen heutzutage bringt, ist quasi ein Druck auf die Zivilgesellschaft, auf die breite Bevölkerung und Konzentration von höheren Profiten am oberen Ende, und mehr bringt das Ganze gar nicht. Also es bringt keine Innovation, bringt keine neuen Produkte, bringt keine Entwicklung, keinen Fortschritt, kein gar nichts, sondern es bringt nur eine gespaltene Gesellschaft. Kann man das so sagen? Eine gespaltene Gesellschaft oder eben eine starke Zivilgesellschaft? Das ist der positive Aspekt dabei. Ansonsten von allen Dingen, die du gerade aufgezählt hast, bin ich da ganz deiner Meinung und würde nicht sagen, dass jetzt irgendwas damit mit Titel ins Haus steht im positiven Sinne. Also früher hat man ja durchaus mal gesagt, Freihandel bringt Fortschritt für alle. Und was ist denn unterwegs eigentlich schiefgegangen, dass das heutzutage nicht mehr so ist? Oder war es überhaupt je so? Naja, ich wage zu bezweifeln, dass es jemals so war. Wenn ich jetzt an auch imperiale Formen der Handelsbeziehungen denke, die ja auf eine Art weitergeführt werden, auch eben gerade durch solche scharfmesserigen Mechanismen wie Investor-Staat-Klagerecht. Das ist die Fortführung der Kolonialpolitik. Von dem her sehe ich da jetzt nicht, dass da mal irgendwas schiefgelaufen ist, sondern die Mechanismen haben sich einfach nur verschlimmert noch. Oder es waren schon immer drastisch und keinesfalls auf Augenhöhe für alle global und partizipativ. Das ist ja aber auch dann, und da kommen wir dann im nächsten Block dazu, der Ursprung dieser Klausel, dass man als privater Investor einen Staat verklagen kann, beziehungsweise dass man diese Schiedsgerichte, diese sogenannten unabhängigen Schiedsgerichte einrichtet. Das ist ja wohl auch von Deutschland mal erfunden worden in den 50er Jahren gegenüber einem afrikanischen Land, dieser Passus, und wurde dann immer weiter in Freihandelsabkommen später übernommen. Also eigentlich ist das originär Kolonialgeschichte, originär Unterdrückungsgeschichte, die sich da fortsetzt. Dazu dann mit Juliane nach der nächsten Musik weiter. Wir befinden uns weiter im bedingungslosen Nachmittag in der Speiche in der Raumer Straße 39 in Berlin, Prenzlauer Berg. Und ihr hört Rockradio. Wir melden uns gleich nach der nächsten Musik wieder. Der bedingungslosen Nachmittag live aus Speichers Rock- und Blues-Kneipe in der Raumer Straße 39 am Prenzlauer Berg zwischen, wer es nicht finden sollte, Helmholtz,
Platz und Pappelallee, so auf halber Strecke etwa. Es geht heute um das TTIP-Abkommen, Juliane. Genau, wir haben das Thema TTIP und wir haben eine Expertin hier und die beantwortet unsere Fragen und es taucht immer im Zusammenhang mit TTIP das Wort Schiedsgerichte auf. Da wollen wir natürlich gerne wissen, was ist das, und ich frage jetzt einfach mal ganz blöd, erklär uns doch bitte, was Schiedsgerichte sind in dem Zusammenhang TTIP und ja, dann kommen weitere Fragen, bitte. Ja, also TTIP ist ja ein Handels- und Investitionsabkommen und das bedeutet, dass in diesem Abkommenstext sich auch ein Kapitel befindet zu Investitionen und Investorenrechten, also beziehungsweise Formulierungen, wie Investoren behandelt werden sollen unter diesem Abkommen. Und um diese Investorenrechte, zum Beispiel faire und gerechte Behandlung, die sie da festschreiben, oder auch den Schutz vor direkter und indirekter Enteignung durchsetzen zu können, braucht es dafür einen Mechanismus. Und der wurde gefunden in Form dieser Schiedsgerichte oder des Investor-Staat-Klagerechts, auch bezeichnet als ISDS, also die englische Version Investor State Dispute Settlement. Und grundsätzlich kann man das sich einfach so vorstellen, dass wenn ein Investor einen Staat verklagt, weil beispielsweise es zu einem Fall von direkter oder indirekter Enteignung kam, wir können da gleich mal ein paar Fälle durchgehen, ein bisschen plastischer, dann kann der Investor ein solches Schiedsgericht anrufen und bestimmt also von seiner Seite einen Anwalt, der in diesem dreiköpfigen Tribunal seine Seite vertritt. Die Gegenseite kann auch jemanden bestimmen und dann einigen sich beide Parteien auf einen Schlichter, die dann gemeinsam also diesen Fall bearbeiten und einen Schiedsspruch ausklingeln. Das Ganze findet meist im Hinterzimmern statt, also wir sprechen von irgendwie großen Hotels. Es gibt keinen Gerichtshof in dem Sinne, der in Stadt XY sitzt, wo dann hingereist wird und im Gerichtssaal verhandelt wird. Genau, kommen wir mal ein bisschen zum Beispiel vielleicht. Sehr bekannt sind beispielsweise die Klagefälle unter der Energiecharta gegen Deutschland. Vattenfall, der schwedische Energiekonzern, hat beispielsweise Deutschland zum ersten Mal verklagt. Vattenfall 1 ist der Fall, als der Investor ein Kohlekraftwerk in der Nähe von Hamburg, in Moorburg, in Kraft nehmen wollte. Und es gab eine Wasserschutzauflage, die zu hoch war und zu viele Kosten eventuell verursacht hätte. Und dadurch hatte sich der Investor in seinem Gewinn beeinträchtigt gefühlt und hat angezeigt, okay, diese Auflage ist nicht rechtens, ich klage. Und im Endeffekt kam es dann zu einer Einigung. Mittlerweile ist das Kohlekraftwerk im Betrieb. Und Deutschland hat sich also ein bisschen so darauf eingelassen. Das zweite Beispiel, was heißt das? Das heißt, bei allen Umweltauflagen kann der Investor sagen, nö, das ist nicht, und die werden dann fallen gelassen. Genau, also es gab sozusagen, muss im Vorfeld irgendeine Form von einer legitimen Erwartung geben. Das ist aber nicht in den meisten Verträgen nicht besonders gut beschrieben, was das sein könnte. Das könnte ein Schriftpapier sein, wenn wir jetzt beispielsweise, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Kanada hat ein Fracking Moratorium ausgesprochen, weil es Bedenken hatte. Der amerikanische Investor, der da in den Tar Sands fracken wollte, hat dann natürlich gesagt, Moment mal, ihr habt mir doch mit dem Augenzwinkern zu verstehen gegeben, ich kann hier fracken und kann mich hier als Gewinner einstellen und habe natürlich hier investiert und jetzt wollt ihr nicht, dass sich meine Investition für mich auszahlt. Erstmal so weit, so gut. Natürlich gibt es die legitimen Erwartungen, in welcher Form auch immer, können wir darüber reden, ob es da hin und her gibt, aber was sozusagen das Entscheidende ist, dass hier Bedenken angegriffen werden, also sei es im Bereich Umweltauflagen, die ja von überrühren, wir erhoffen uns ja etwas davon. Sei es im Bereich Gesundheit, es gibt berühmte Klagefälle von Philip Morris, dem internationalen Konzern für Zigaretten, der Uruguay, oder auch australische Gesundheitsmaßnahmen, Anti-Smoking-Kampagnen angreift, also gegen Gesundheit, gegen Krisenprävention, also Schuldenschnitt beispielsweise. Und diese Mechanismen helfen da weiter.
Jetzt habe ich schon mal gehört, es gibt doch bereits Schiedsgerichte. Was ist da dran? Ja, das ist richtig. Es gibt bereits Schiedsgerichte. Olaf hat es ja vorhin gesagt, Deutschland hat es erfunden sozusagen. Waren jetzt nicht die Ersten, die so ein Investor-Staat-Klagerecht-Mechanismus im Investitionsabkommen festgemacht haben, aber sind dann ziemlich schnell nachgezogen, auch besonders in den 80ern. War das sehr beliebt, Abkommen mit Entwicklungs- und Schwellenländern abzuschließen, also der stärkere Part Deutschland oder auch jetzt die EU sozusagen mit schwächeren Ländern, politisch schwächer gestellten. Aber der entscheidende Unterschied zu TTIP ist, dass wir zum einen jetzt ein viel, viel größeres Investitionsvolumen abdecken. Also wir sprechen sowas von ungefähr, momentan sind weltweit unter diesen Investitionsabkommen 35-40% abgedeckt. Mit TTIP würden wir bei 80% landen. Das heißt, enorme Geldsummen, die da hin und her geschoben werden. Und natürlich damit auch ein enormes Risiko, das damit verbunden ist. Dass Investoren, die sich in ihren Gewinnen in irgendeiner Form beeinträchtigt fühlen, da auch mal schnell zum Klagemechanismus greifen. Also das heißt, nationale Gesetzgebung sind dann völlig zweitrangig, völlig ausgehebelt sozusagen. Genau, deswegen ist sozusagen, wir weisen auch immer darauf hin, nicht nur, dass, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, dieser Handelspolitikprozess extrem undemokratisch ist, sondern es gibt eben auch Mechanismen innerhalb dieser Abkommen, die unsere Demokratie ganz massiv ausfüllen werden. Ihr da noch eine Frage zu, oder? Ich hätte da jetzt noch eine Frage. In NAFTA sind ja diese Schiedsgerichte auch schon verankert. Magst du noch mal die Geschichte von der Ambassador Bridge erzählen? Da musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Okay, es gibt so die ganz, ganz verkehrsreiche Brücke, über die fast der gesamte Warenverkehr zwischen Kanada und den USA läuft. Das ist eine private, mautpflichtige Brücke, uralt und nicht erneuert seit Jahrzehnten. Und da haben sich dann USA und Kanada entschlossen, wir bauen daneben noch eine neue, damit wir diesen ganzen Verkehr dort aufnehmen können. Und dagegen hat dann der Eigentümer der vorhandenen Brücke geklagt vor so einem Schiedsgericht, was 5 Jahre lang verhandelt hat, um nach 5 Jahren und ungeheuren Prozesskosten festzustellen, wir sind da aber nicht zuständig, das müssten sich dann doch die Staaten irgendwie damit beschäftigen. Aber dann hieß es da auch, wer unsere Anwalts- und Gerichtskosten jetzt zahlt, das müssen die sich jetzt wieder einigen. Also haben sie jetzt die nächsten 5 Jahre ganz, ganz viele Kosten aufs Gleis gesetzt, ohne dass Kanada, was da verklagt wurde, weil es war ein US-amerikanischer Investor, und man darf ja nur das andere Land verklagen, nie das eigene. Das ist auch so eine interessante Klausel. Also ein deutsches Unternehmen kann dann nicht die Bundesrepublik verklagen, aber ein amerikanisches, die USA und umgekehrt. Die können dann frei entscheiden, wer sie bezahlen soll und in welcher Höhe. Also es ist quasi eigentlich eine Gelddruckmaschine auch für Rechtsanwaltskanzleien. Das wollte ich nämlich gerade noch einbringen. Also das heißt, es gibt überhaupt keine höhere Kontrollinstanz. Es ist sozusagen dann laissez-faire, wie Olaf sagt. Es ist Gelddruckmaschine für Anwaltskanzleien. Klar, also wir haben da ein florierendes Geschäft. Das ist tatsächlich eine Gelddruckmaschine für Anwaltskanzleien. Es gibt auch mittlerweile Prozessfinanzierer, die auch ganz bewusst Unternehmen dabei unterstützen, in so einen Prozess zu gehen, weil, wie du es eben auch schon angesprochen hast, ist so ein Prozess relativ kostenintensiv. Wir gehen davon aus, dass im Durchschnitt ein Verfahren etwa 8 Millionen Dollar kostet, nur an Prozesskosten. Hinzu kommen dann natürlich noch die Klagesprüche und so. Also nur ein Beispiel zu nennen, Deutschland ist derzeit wegen dem Atomausstieg von Vattenfall auf 4,7 Milliarden Euro geklagt worden. Es gibt andere Beispiele, aber die Prozesskosten können sich hochsteigern. Also es gibt Beispiele von 30 Milliarden, Millionen US-Dollar. Jetzt komme ich auf die Zahlen schon nicht mehr. Genau, es ist sehr, sehr kostenintensiv, es ist einseitig, es gibt keinen Widerspruch, es gibt kein Revisionsverfahren, es ist extrem interessensgeleitet. Und Bürgerinnen und Bürger haben keinen Anteil, also wie gesagt, es ist nicht kontrollierbar von überhaupt niemandem und du hast also auch nicht das Recht zu erfahren, was geht da vor sich. Es sind Hinterzimmergerichte, richtig? Genau, und es ist ein exklusives System, also nur für Investoren zugänglich. Und nur Investor gegen Staat, niemals andersherum. Und natürlich könnte dann nicht der
gemeine Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen davor ziehen. Ja. Wir befinden uns im bedingungslosen Nachmittag live aus Speiches Rock- und Blues-Kneipe. Ich hatte schon mehrfach erwähnt, dass wir einen Chat haben, aber selbstverständlich kann man auch in Person hierher kommen und Fragen stellen. Und in unserem Publikum hat sich jetzt gerade eine Frage aufgetan. Ich gebe mal das Mikro weiter. Dankeschön. Ich wollte fragen, wie ist es denn, wenn so Verhandlungen stattfinden, hat dann nicht automatisch der Part mit dem mehr Geld auch die größere Chance zu gewinnen, wenn es um jetzt Anwälte oder die Kanzleien geht? Also du sprichst so ein Schiedsverfahren an? Jein, aber wir sehen mal so, dieses System ist extrem abhängig von, also die Schiedsrichterinnen sind sehr abhängig von Investoren, weil es eine Einbahnstraße ist, also der Investor kann klagen. Das heißt, es gibt da natürlich einen gewissen Interessenskonflikt und dann eher im Sinne, Schiedssprüche im Sinne des Investors auszulegen. Weil ein Fall kann ja dem nächsten folgen, gerade wenn wir große Konzerne gucken, die ja auch wirklich in verschiedenen Ländern dieser Erde Aktivitäten haben. Und teilweise auch diese Abkommen sehr bewusst nutzen. Also es gibt diesen Begriff des Treaty Shoppings. Das heißt, sie nutzen dann für ihre Zwecke, verlagern ihre Tochtergesellschaft oder ihre Headquarters irgendwo hin und her, um dann bestimmte bilaterale Investitionsabkommen zu nutzen. Und die Richter oder die Anwälte sind auch keinesfalls gebunden. Das heißt, es kann sein, dass in einem Fall der Anwalt eine der beiden Streitparteien vertritt. Im nächsten Fall kann er dann der Schlichter sein, also die Person, die dann im Endeffekt den Schiedsspruch fällt und zwischen den beiden Parteien vermitteln soll. Im nächsten Fall kann er dann wieder für den Staat beispielsweise der Anwalt sein oder eine Beratung kann von einer beratenden Anwaltskanzlei hinzugezogen werden. Also die einzelnen Streitparteien haben natürlich neben dem Tribunalteilnehmern natürlich noch Anwaltskanzleien, die sie beraten. Und da fließt ein enormes Geld rein in diesen Mechanismus. Von dem her gibt es dann natürlich einen ganz klaren Interessenskonflikt. Okay, danke schön. Vor allem geht es ja gegen alle Rechte, juristischen Rechte. Ich nenne jetzt mal Deutschland, Andrea. Das ist ja unglaublich, ne, wenn man das so hört, dass wenn man sich hier so, ich bin jetzt keine Juristin, aber wenn man sich hier bestimmte Gesetze anguckt, was du gerade gesagt hast, das ist ja dagegen Wild West. Da kann ich dir nur zustimmen, ja. Also. Bei diesem Verfahren jetzt um die Ambassador Bridge war es ja auch relativ deutlich, dass die beteiligten Anwaltskanzleien, die dort vorgesprochen haben, gigantische Kredite aufgenommen haben für ihre Prozesskosten, weil sie sicher sein konnten, irgendwer wird sie am Ende wieder ablösen. Das heißt also, wie du schon gesagt hattest, es gibt Banken, die sich darauf spezialisiert haben, Prozesskosten vorzufinanzieren. Also man geht ja auch davon aus, dass ein Staat dann immer noch gerade mal Geld hat. Irgendwie zum Schluss kann da vielleicht auch gar nichts mehr übrig sein, wenn wir so weitermachen. Vor allem könnte man ja sagen, wir können im Grunde unsere Rechtgebung können wir auflösen. Wir brauchen ja dann, ein Ziel von TTIP wäre, wir bräuchten keine Staaten mehr. Denn wir haben ja dann überhaupt keine Handhabe mehr. Oder ist das jetzt zu düster gedacht? Naja, also es muss ja sozusagen auch jedes von uns angeraumte Gesetz oder jeder Volksentscheid und verschiedene andere Mechanismen müssen ja dann auch sozusagen jeweils einen Investor stark oder in irgendeiner Form schädigen und dieser Investor müsste dann auch noch von seinem Recht Gebrauch machen. Und es müsste sich um einen ausländischen Investor handeln oder um einen deutschen Investor, der schlau genug ist, seine Filialen irgendwie umzudisponieren, um dann ein anderes bilaterales Investitionsschutzabkommen zu nutzen. Von dem her mag das vielleicht die Vision für die Zukunft sein, aber das kann ich jetzt nicht so 1:1 bejahen. Okay, sollen wir dann eine kleine Musik machen, damit wir das erstmal verdauen können? Das erfordert Verdauungsmusik, das würde ich auch so sehen. Wir befinden uns im bedingungslosen Nachmittag in Speiches Rock- und Blues-Kneipe in Berlin, Prenzlauer Berg. Nach der jetzt folgenden Musik kommt Rolf Gensrich mit seiner Satire und da hören wir, ich glaube, heute mal doppelt genau hin. Bis dann. Hallo.
Hallo Frau Nahles, lange kein Unfug mehr von Ihnen aus dem Arbeitsministerium gehört. Ist ja mit der Arbeitslosenstatistik, mit dem Tarifeinheitsgesetz oder mit Ihrem Paternosterführerschein gerade mal 2 Wochen her. Also man kann nicht behaupten, dass Frau Nahles und mit Ihrem Zusammenhang leider auch die SPD nicht im Gespräch blieben. Was haben Sie eigentlich die letzten 2 Wochen gemacht, Frau Nahles? Urlaub? Gegenüber dem Tagesspiegel hat sich Frau Nahles vor kurzem darüber geäußert, dass sie sich die Abschaffung des Bargeldes durchaus vorstellen könne, um illegale Beschäftigungsverhältnisse zu erschweren. Nein, diese Meldung ist nicht vom 1. April, sondern vom 21. Mai diesen Jahres. Kein Bargeld. Wie soll das gehen? Kriegen denn dann die schnorrenden Punks auf dem Alexanderplatz oder die nervigen S-Bahn-Geiger Kartenlesegeräte ausgehändigt? Ey Alter, hast du mal eine Visa? Bekommt dann jedes Kind statt Taschengeld seine eigene Bankcard? Und seien wir doch mal ehrlich, es macht doch viel mehr Spaß, grüne und gelbe Scheine der Table-Dancer im Nachtclub hinter das Strumpfband zu stecken, als harte, unhandliche Plastikkarten. Ich wette, jetzt grübelt die halbe Hörerschaft selber nach, welche Werte die grünen und gelben Banknoten haben. Ich habe die auch hier in der Hand. Ist eigentlich das, was Frau Nahles jetzt macht, nur ein Ablenkungsmanöver, damit Bundeswirtschaftsminister Gabriel, leider auch SPD, das umstrittene TTIP-Abkommen klammheimlich durchkriegt? Ich sag dir aber, lieber noch den Rolltreppenführerschein als das TTIP-Abkommen. Geht's jetzt hier weiter? Live aus Speicher Sorge und Blueskneipe am Hansdorfer Werk in der Raumerstraße 39 mit dem bedingungslosen Nachmittag. Und das geht nicht um Führerschein, sondern um das TTIP-Abkommen, Juliane. Genau, ich musste mich gerade erstmal belehren lassen über diesen Paternoster-Führerschein, weil mir war das völlig entgangen. Ich hatte jetzt erst gedacht, das wäre etwas Satirisches von dir. Ja, kann aber auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern auch nochmal sagen, nein, es ist wirklich ernst, wer heutzutage noch einen Paternoster in seinem Bürogebäude hat. Der muss sich jetzt von seinem Arbeitgeber schulen lassen, unterweisen lassen und der Arbeitgeber muss dann in die Personalakte aufnehmen, dass der Mitarbeiterin, die Mitarbeiter, dass die inzwischen jetzt wissen, wie man einen Paternoster fährt. Nach 60, 70, 80 Jahren, wie das da installiert war, müssen sie jetzt nachweisen, dass sie da geschult wurden und nur geschulte Mitarbeiter dürfen noch Paternoster fahren. Gästen muss das Fahrrecht verweigert werden und auch darüber sind Nachweise zu führen, also als ob wir nicht schon genügend Bürokratie hätten. Aber da wird die Personalakte noch mal etwas dicker. Gut, dann lerne ich noch was in meiner eigenen Sendung, weil wie gesagt, also diese Meldung, diese war mir völlig entgangen. So, wir kommen aber zu unserem Thema zurück und zwar haben wir Nelly Grotefend im Studio in der Kneipe und möchten Sie zu TTIP befragen. Nelly hat heute noch andere Termine und deshalb ist das unser letzter Redeblock und dann kommen wir jetzt auf unser Lieblingsthema. Wir sind ja eine BGE-Sendung und eins unserer Lieblingsthemen ist Arbeit. Und wir haben ja nun dieses Jahr seit Anfang 2015 die große Errungenschaft des Mindestlohns in Deutschland, ganze 8,50 Euro. Jetzt frage ich mich, wenn wir TTIP haben, wie sieht das aus mit dem Mindestlohn, wie sieht das aus mit anderen Ländern, die einen höheren Mindestlohn haben und wie sieht es mit Arbeitnehmerinnenrechten aus? Erzähl mal. Ja, also zum Mindestlohn könnte ich mir folgendes Szenario vorstellen, was wir in anderen bilateralen Abkommen ablesen können, ist, wir unterzeichnen TTIP, rein hypothetisch jetzt mal gesehen, und die Gewerkschaften schaffen es, demnächst durchzudrücken, dass der Mindestlohn auf 20 Euro die Stunde steigen wird. Dann ist es jetzt so, dass wir diverse Investoren haben werden, die sagen, na Moment mal, aber unter TTIP ist meine Investition geschützt und ich habe hier in dieses Land investiert, da war der Mindestlohn noch 8,50 Euro. Das ist jetzt eindeutig hier ein Angriff auf meine Investition. Das könnte eine indirekte Enteignung sein. Da klage ich. Nachfragen. Vorhin hat geredet davon, dass dann Firmen aus dem europäischen Raum dann in den USA klagen dürfen und umgekehrt. Wie ist das mit Tochterfirmen? Wenn Siemens Tochter aus Amerika, darf die Deutschland dann verklagen oder wenn es um solche gleiche Sachen geht? Naja, also es muss sozusagen ein
ein essentieller Teil der Niederlassung muss in dem Partnerland sein. Wie das jetzt bei Siemens, wenn die sich dann umbenennen, da gibt es sicherlich Kniffe und Tricks. Ich bin keine Unternehmensjuristin, aber wir haben zum Beispiel, ich kann mal einen anderen Fall erzählen, wir haben ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen, Lone Pine, die haben Kanada unter NAFTA verklagt wegen dem Fracking-Moratorium, was ich vorhin schon ansprach. Lone Pine unterhält all seine Aktivitäten in Kanada, alle essentiellen Geschäftsaktivitäten, und hat aber halt eine Briefkastenfirma in Delaware, das ist eine kleine Steueroase in den USA, und ist somit also ein amerikanisches Unternehmen. Also ich bin mir sicher, da wird es auch für die Siemens-Tochter Kniffe und Tricks geben, oder zumindest für vergleichbare Unternehmen. Ja, wer unterzeichnet denn da eigentlich, wenn in Europa ja so viele verschiedene Mindestlöhne gelten? Was ist denn da eigentlich der Vertragsunterzeichner? Das ist nämlich echt eine gute Frage, ne? Naja, der Vertragsunterzeichner für TTIP wäre dann die Union und die Mitgliedsländer, wenn es zu einem gemischten Abkommen kommt. Darüber hatten wir ja vorhin auch kurz gesprochen. Zu den Mindestlöhnen können die natürlich national unterschiedlich bleiben innerhalb von der EU, aber der Investor investiert ja unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Voraussetzungen, und die werden dann sozusagen eingefroren und sind geschützt. Das hieße also im Fall von Deutschland, dass der Mindestlohn im Grunde gar nicht mehr, hypothetisch, wenn wir es jetzt unterzeichnet hätten, gar nicht mehr steigen könnte, wenn Investoren sagen, wir haben aber investiert, weil der Mindestlohn hier so schön niedrig ist. 8,50 gehe ich dahin, in den anderen Ländern ist er höher. Das heißt, er kann dann bei uns nicht mehr steigen, ohne dass wir verklagt werden. Gut, dass du es jetzt noch dazu gesagt hast, weil es ist natürlich so offiziell, und das ist auch immer was von der Investor-Staat-Klagerecht bejahenden Seite angeführt wird, dieser Mechanismus und auch diese Schiedssprüche können keine Gesetze ändern. Sie können nur auf Schadensersatz klagen. Das heißt, natürlich können wir weiterhin hohe Umweltauflagen haben, können wir weiterhin Anti-Raucher-Kampagnen fahren, können wir weiterhin den Mindestlohn astronomisch anheben. Aber wir müssen halt dann dafür aufkommen. Das heißt, die entgangenen Gewinne des Investors müssen ersetzt werden, und wie hoch diese sind, das entscheidet das Schiedsgericht. Es gibt dort auch die Regelung, dass man etwas, was einmal privatisiert worden ist, nicht wieder zurück in öffentliche, gemeinschaftliche oder sonstige staatliche Hand nehmen darf. Was ist denn jetzt beispielsweise mit dem Energiesektor? Also wenn wir jetzt dezentrale Energieversorgung einrichten wollten, dann könnten Energieversorgungsunternehmen auch klagen, weil das ja ihren Markt quasi schädigt. Ist das auch so? Ja, also prinzipiell unter Freihandelsabkommen wird da sozusagen das höchstmögliche Maß an Liberalisierung und Deregulierung angestrebt. Dafür werden diese Abkommen kreiert, und das ist das Ziel, was wir durchsetzen wollen. Und bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, ist ja das Thema Energie jetzt angesprochen, ist es so, dass der Status quo dann erhalten bleiben sollte. Das heißt, wenn sich die Stadtversorgung beispielsweise im Energiebereich in privater Hand findet und rekommunalisiert werden soll, dann muss es zu einem offenen Wettbewerb kommen, damit das rekommunalisiert werden kann. Also es ist theoretisch nicht möglich. Also es kann sozusagen, es darf keine Bevorzugungsklausel geben für die Stadt, sondern die Stadt muss sich dann wie ein privates Unternehmen bewerben, und es wird dann wie auf dem freien Markt sozusagen entschieden. Darf ich nochmal zum Thema Arbeit oder weiter eine Frage damit beantworten? Im Prinzip schon. Die Frage ist nur, was wir jetzt beispielsweise politisch daraus machen könnten, wenn wir jetzt die Energieversorgung in Deutschland ja kleinteiliger organisieren wollten, was wir ja auch technisch könnten, ob wir dann astronomische Ersatzzahlungen zu gewärtigen hätten. Sieht so aus. Ne? Ich wollte aber noch mal gern auf das Thema Arbeit zurückkommen, weil immer gesagt wurde, wenn wir TTIP durchhaben, dann entstehen so viele neue Arbeitsstellen, jetzt plötzlich doch nicht mehr. Könntest du vielleicht noch mal erklären, wo sollten diese Arbeitsstellen herkommen und warum sind sie jetzt plötzlich doch nicht vorhanden? Wenn wir da noch mal drauf kommen. Ja, also wo die herkommen wollten, ist mir noch nicht so ganz klar, aber okay. Einfach nur dadurch, dass diese Logik natürlich auch mehr Wachstum, mehr Wohlstand ist gleich, also ein kausaler Zusammenhang zwischen, wenn wir natürlich einen größeren Markt haben, dann gibt es mehr Wohlstand für alle, wir handeln ja dann automatisch mehr, und
Das muss ja auch irgendwie mehr Arbeitsplätze bedeuten. Wir sind ein bisschen an den Grenzen angelangt auch. Also nicht nur an den planetarischen, aus einer ökologischen Sicht, sondern auch an den Grenzen des Wachstums, also wie weit wollen wir unser BIP noch hochpressen. Das heißt, es gibt nicht mehr so richtig einen Zuwachs in dem Sinne, sondern es gibt halt eine Umverteilung. Also das heißt, da hatte man eigentlich überhaupt nicht so eine Idee im Kopf, was diese zusätzlichen Arbeitsplätze angeht oder... Doch, klar, also was bearbeitet TTIP sozusagen? Also zum einen wird ins Feld geführt, es soll die tarifären Handelshemmnisse beseitigen, das heißt, das bedeutet die Zölle, die ohnehin schon relativ niedrig sind, also zwischen 2,5 bis 5,5% in etwa, je nachdem welches Produkt, sondern des Weiteren deregulieren soll es also auch die nicht-tarifären Handelshemmnisse beseitigen. Und davon wurde sich der größte Gewinn erhofft. Was verbirgt sich aber hinter diesen nicht-tarifären Handelshemmnissen? Das sind eben bestimmte staatliche Schutzmechanismen, sind unsere Umweltstandards, über die wir schon sprachen, sind die Arbeitnehmerinnenrechte und so weiter und so fort. Wenn die also sozusagen ausgekoppelt werden, ist es natürlich ein Mehrgewinn für das Kapital, was dann erleichtert fließen kann. Also das heißt, diese mehr Arbeitsplätze, das war also nicht zugunsten der Bürgerinnen und Bürger, sondern zugunsten des Kapitals. Also es wären prekäre Arbeitsplätze gewesen. Eventuell. Also natürlich wird dann gerne ins Feld geführt, wir haben einen Mangel an Fachkräften und so weiter und so fort. Die Debatte kennen Sie alle. Wir können dann uns wild austauschen zwischen den USA und der EU. Aber das kann mir gerne erzählen. Und darf ich noch mal kurz fragen, wie kommt es jetzt, dass doch zurückgenommen wurde, dass eben doch nicht so viele Arbeitsplätze entstehen, weil das geht ja jetzt auch durch die Medien. Wie wird das dann wieder erklärt und gerechtfertigt? Naja, da haben die einzelnen Unternehmen oder auch die einzelnen Stellen einfach ein bisschen zurückgerudert, dass diese Studien, die dazu durchgeführt wurden, etwas zu optimistisch eingesetzt haben, zu viele Außen Einflüsse ausgeblendet haben, und mittlerweile hat ja sogar auch unser Wirtschaftsminister Gabriel das Ganze als Voodoo-Economics bezeichnet, mit den Worten, man kann ja noch nicht mal richtig das Wirtschaftswachstum des nächsten Jahres für die Bundesrepublik Deutschland voraussagen. Wie zum Teufel soll man denn dann wissen, was TTIP uns in 10 Jahren bringt? Von dem her natürlich, das war eine Stimmungsmache. Man hat versucht, dieses Abkommen so weit wie möglich nach vorne zu bringen, zu pushen und möglichst schnell durchzuwinken. Dass da jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde, und jetzt langsam Stück für Stück immer weiter durchsickert, auch jetzt durch den Vertrag zwischen Kanada und der EU, den wir ja schon vorliegen haben, was ja als Art Blaupause für TTIP gehandelt wird, und die Bevölkerung immer mehr versteht, was da eigentlich für ein Theater gespielt wird und in was uns das für eine Brühe reinreiten wird. Da muss jetzt natürlich dann ein bisschen mit ehrlicheren Zahlen jongliert werden, weil es sonst im Endeffekt einfach nur noch zu ihrem Schaden, also zum Schaden der TTIP-Befürworterin. Du hattest vorhin von den vereinheitlichten Standards gesprochen, die jetzt das neue Argument sind, warum TTIP gut ist und warum TTIP eingeführt werden muss. Da hört man dann immer wieder so sogenannte kleine und mittelständische Unternehmer, die sich vor eine Kamera stellen und dann sagen, ja, mit den vereinheitlichen Standards haben wir dann beispielsweise irgendwie nur noch 5 Zargen an der Muffe und das einheitlich in den USA und in Europa. Und das bedeutet aber, meistens sagen sie dann dazu, dass wir mit den gleichen Mitarbeitern, die wir jetzt haben, viel mehr produzieren können. Im Umkehrschluss heißt das, irgendjemand anders muss dann weniger produzieren, wenn man sich auf dem Markt breiter machen kann. Eigentlich heißt das ja schon, maximal Beschäftigung halten, beziehungsweise jemand anderen arbeitslos machen. Die Idee, dass so einzelne Unternehmen, die transnational über den Atlantik Handel treiben, groß wachsen, ist meistens auch damit verbunden, dass sie dann so viel produzieren können, dass immer von das gleich aussieht, also dass es vereinheitlich ist, dass das dann auf der gesamten Welt auch abgenommen wird. Das heißt also, das Wachstum wird eigentlich nicht zwischen den Handelspartnern USA und Europa erwartet, sondern eher noch im Handel dieser beiden mit dem Rest der Welt. Ist dann TTIP sozusagen ein Vertrag zulasten Dritter? Absolut. Also du hast ja jetzt sozusagen zwei Punkte angesprochen. Zum einen das neue Argument für TTIP, wir wollen die globalen Standards setzen für die Welt. Also es geht nicht nur um eine Vereinheitlichung, eine Harmonisierung unseres Wirtschaftsraumes mit dem der USA, sondern es geht auch darum, dass wir jetzt den neuen goldenen Standard setzen. Das heißt, zukünftig müssen dann ghanesische, südafrikanische und chinesische Unternehmen die Turnschuhe genauso stricken, wie wir sie gerne hätten, weil sie sonst keinen Zugang zu unseren Märkten mehr bekommen.
Der US-amerikanische EU-Markt wird dann der größte Markt der Welt sein. Und zum anderen eben genau diesen Druck, den es dann auf Drittländer haben wird. Es gab mal zu Beginn des Jahres eine sehr positive Studie des BMWi, des Wirtschaftsministeriums, die gesagt hat, na, unterm Strich sehen wir da Gewinner und Verlierer, aber es gibt dann keine wirklich negativen Effekte. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, sehen wir natürlich genau das, was du jetzt gerade beschreibst, nur in sehr drastischen Formen. Es wird ganz klar Verlierer geben, weil manche Produkte beispielsweise dann nicht mehr importiert werden in die EU, weil sie vielleicht aus dem US-Markt bedient werden können. Da können ganze, zum Beispiel gerade im Agrarbereich, ganze Zulieferketten einbrechen, von denen bis hin zu Kleinbauern und zum Kleinbauer, die leben oder die Existenzen davon abhängig sind. Zum anderen immer mehr, immer weiter, immer schneller, immer höher, wird es natürlich dann noch enormere Überproduktion geben. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in den gruseligen Bereich der Fleischproduktion schauen. Wir haben auch jetzt schon Skandale mit Hühnchenteilen in afrikanischen Ländern. Das wird sich natürlich enorm ausweiten. Also dieses Handelsvolumen an Schlachtkörpern, die wir in die Welt hinauspumpen, die Butterberge aus Europa und den USA, die müssen ja irgendwo hin. Das heißt, entweder werden sie weggeworfen oder auf andere Märkte geschmissen, die dann dort die lokalen Preisstrukturen komplett kaputt machen werden. Also es gibt da definitiv enorme negative Effekte. Gerade auf Entwicklungs- und Schwellenländer, die vielleicht ihre Märkte nicht so stark protektionistisch, also nicht so sehr schützen können, wie wir im globalen Norden dazu, wie wir dazu fähig sind. Ja, und das Erstaunliche ist, dass jetzt die Bewegung gegen TTIP großartig in Gang gekommen ist mit eigentlich Nebenthemen. Das berühmte Klonhühnchen, US-Amerikaner fürchten sich vor französischem Weichkäse. Also, dass das aber die Initialzündung gewesen ist für eine so breite Bewegung, sowohl in den USA als auch in Europa, kann man sich eigentlich nur wundern und sagen, ja, vielleicht auch mal mit dem falschen Thema oder mit dem falschen Detail, aber das richtige Thema aufs Gleis gesetzt. Also im Grunde das, was die Leute im alltäglichen Leben dann interessiert, vielleicht ist das immer ganz geschickt, die Leute damit zu packen oder zu interessieren für bestimmte Themen, eben nicht mit in abstrakten Informationen. Genau, da wird denen wahrscheinlich zum Verhängnis werden, was sie eigentlich als positiv angewiesen haben, nämlich ein umfassendes Handelsabkommen, was eben alle Bereiche plötzlich regelt. Einen Punkt würde ich gerne noch auftun, gerade wenn wir über Harmonisierung von Märkten sprechen und diesem neuen Argument für TTIP, wir setzen jetzt die globalen Standards. Diese globalen Standards gibt es bereits. Die funktionieren nämlich besonders gut. Oder sie funktionieren sehr langsam. Und warum funktionieren sie auch sehr langsam? Weil in vielen Gremien, die sich global über Standards unterhalten, die USA mit drin sitzen und dann ziemlich eine blockierende Rolle spielen. Da frage ich mich dann, wie kann es also sein, dass wir jetzt in Form von so einem Freihandelsabkommen uns plötzlich auch einigen können? Und wenn wir genauer hinschauen zu den Verhandlungsrunden, wir bewegen uns jetzt auf die 10. Verhandlungsrunde im Juli zu, dann zeigt sich, da tut sich auch relativ wenig hinter den Kulissen, also von dem, was wir in den Kabelberichten sehen. Die können sich nicht einigen. Die streiten sich über Kleinigkeiten, da wird sich gestritten über Turnschuhe und Schuhimport aus Italien. Die Amerikaner sagen, oh nein, Turnschuhe sind sensible Produkte bei uns, da kommt nichts rein auf dem Markt. Und so geht es dann bis ins Kleinste und ins Tausendste. Also wir dürfen uns nicht einholen lassen von diesem Argument, jetzt diesem geostrategischen Argument, jetzt machen wir hier die Standards mit den USA. Und auch, weil da auch was anderes noch mitschwingt, nämlich unterschwellig schwingt da auch mit, ja, wir machen das jetzt schnell mit den USA, damit die Chinesen uns nicht ihre Standards aufdrücken. Das ist noch so was anderes, was auf der anderen Seite noch mitschwingt und was aus unserer linkskritischen Perspektive ganz klar abgewiesen wäre und aufgedeckt werden sollte. Das war im Grunde wäre meine nächste Frage gewesen, da wollte ich hin, du hast das jetzt schon von dir aus, ich wollte China mit ins Spiel bringen, also das ja, ist schon moniert worden. Yes, wir sind ja jetzt in so einer Runde, wo wir normalerweise eigentlich erst ganz am Ende der Sendung sind, aber du musst jetzt schon gleich weiter. Die letzte Frage, die wir sonst immer so stellen, hat es dir bei uns gefallen und was möchtest du jetzt noch hinzufügen? Ja, mir sehr gut bei euch gefallen, vielen Dank für die angeregte Diskussion. Ich glaube, wir könnten jetzt, haben wir uns erst so richtig warm gequasselt. Du hast noch 12 Minuten, bis du weg musst. Da kann ich noch richtig was nachlegen. Was wollte ich noch sagen? Es gibt noch viel zu sagen zu diesem Abkommen, aber mein persönlicher Wunsch einfach auch an den Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an euch im Publikum wäre, bleibt dran an dem Thema, da ist wirklich auch aus einer Bewegungs,
Perspektive, wenn ihr politisch aktiv werden wollt, ist da Musik drin, da gibt es unglaublich viele Aufregerthemen und auch, glaube ich, ist auch die ein oder andere, die vielleicht bisher ein bisschen politikverdrossen war, ist da kurz ganz schnell auf 180 und werdet irgendwie aktiv. Also es gibt einfachste Mechanismen von, ich unterschreibe die selbstorganisierte Bürgerinitiative einfach nur, um der Bewegung ein bisschen Gesicht zu verleihen, ich gehe zu Aktionstagen, ich organisiere mich in verschiedenen Mitgliedsorganisationen. Und ich mache halt eben auch Druck, direkten Druck auf meine Abgeordneten. Denn die müssen mit uns reden, die haben Sprechstunden, das wissen viele nicht mehr. Ihr könnt da hingehen und sagen, ey, passt mir nicht, was du hier machst. TTIP finde ich scheiße. Das ist legitim und das muss gehört werden. Von dem her kann ich da nur noch mal auffordern und auch dazu ermutigen, werdet aktiv, geht auf die Straße. Für Menschen, die gerne Demonstrationen mögen, wir planen eine Großdemo am 10. Oktober in Berlin. Kommt also gerne zahlreich, ich hoffe, das Wetter spielt mit. Und da werden wir mal zeigen, dass wir auch viele sein können und viele auch auf die Straße gehen. Kannst du nochmal sagen, wo man die Organisation im Netz findet, für die Leute, die sich später eingeschaltet haben? Ja, also ihr könnt die Bündnisseite aufrufen, vor allen Dingen für Hintergrundinformationen und Ansprechpartnerinnen, wenn ihr zum Beispiel einen Vortrag in eurer Region haben wollt oder ihr sucht eine Gruppe, der ihr euch anschließen könnt, unter TTIP. Minus unverhandelbar, so wie Fairtrade sozusagen, unverhandelbar.de. Und die selbstorganisierte Bürgerinitiative auch mit einem Online-Unterschreibungstool unter Stop-TTIP. Gut, also Leute, ihr könnt euch im Netz, ihr könnt euch im Netz informieren noch über die Sendung hinausgehend. Olaf, hast du noch was? Nein, das war jetzt ja schon relativ umfassend. Die Frage ist, gibt es dann auch Leute, die jetzt nicht unbedingt Demonstrationen mögen, aber wahnsinnig gerne Büroarbeit, noch irgendwelche Initiativen, die genau solche Leute suchen? Ich nehme stark an, ja. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass die Bürgerinitiative immer Menschen sucht in Berlin, die gerne helfen beim Unterschriften auszählen. Wenn ihr mal in der netten Truppe zusammensetzen wollt und erste Handinformationen zum Abkommen bekommen möchtet, ist das sicherlich eine sehr schöne Adresse. Ansonsten ist das Bündnis ja sehr breit, auch in Deutschland aufgestellt, 100 Organisationen von BUND über ATTAC, über das Umweltinstitut München oder die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft sind alle mit dabei. Das heißt, auch für die einzelnen Themen gibt es da Gruppen, in denen sich organisiert werden kann und auch Gruppen, die eben bundesweit aktiv sind. Also nicht nur mit zentraler Stelle in Berlin, sondern auch in Niederbayern, Baden-Württemberg, Hessen oder in Köln, Stadtmitte. Auffindbar und die haben auch sicherlich immer jede Menge Büroarbeit, da gibt es jede Menge Flyer, an denen man mitgestalten kann und auch an der Internetpräsenz kann sicherlich noch weiter gefeilt werden. Auch für alle, die Facebook lieben, da gibt es mittlerweile aktive Seiten, auf denen ihr euch informieren könnt und die man teilen kann und auch fleißig weitere Leute darüber informieren kann, was da gerade abgeht. Darf ich noch mal eben fragen als Publikum, bevor Nelly jetzt weiterzieht, gibt es noch Fragen von euch, die ihr noch stellen möchtet? Nicht schüchtern sein, bloß fragen. Niemand? Okay. Soweit alle Fragen beantwortet, die aus dem Chat auch, es gab nämlich keine. Und deswegen können wir an dieser Stelle sagen, alles, was im Augenblick zu fragen war, ist beantwortet worden. Alle weiteren Fragen sollten wir den Regierenden und Verhandelnden stellen, und zwar laut. Unvernehmlich. Und da hoffen wir und wünschen ganz, ganz viel Erfolg. Und wir sind auf jeden Fall mit dabei vom bedingungslosen Nachmittag. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und wir haben dann sogar noch einen zweiten Gast, den haben wir nicht angekündigt. Der ist aber jetzt spontan zugeschaltet via Skype und ich hoffe, dass das Ganze technisch klappt. Das ist nämlich für unsere Sendung auch eine Premiere. Also bis nach dieser Musik. Vielen Dank, Nelly, und ja, wir machen noch eins von deinen Titeln jetzt zum Schluss. Ja, danke schön, dass ich hier sein konnte. Live aus der Speiche in der Raumerstraße 39. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob ihr unseren zweiten Gast des Abends hören. Ringo Jünig sitzt irgendwo in Senftenberg und Ringo Jünig müsste jetzt zugeschaltet sein. Ringo, hörst du mich? Ja, hallo. Ja. Oh, super. Das ist eine Premiere für uns technisch hier im bedingungslosen Nachmittag.
Ringo Jünig, du bist in der BAG Grundeinkommen in der Partei Die Linke aktiv. Du bist Landessprecher der LAG Grundeinkommen bei der Linken in Brandenburg. Was bist du sonst noch alles? In erster Linie Mensch, natürlich. Ich bin stellvertretender Kreisvorsitzender der Linken in Oberspree-Lausitz und erwerbstätig. Und Verdi-Mitglied. Verdi-Mitglied ist wichtig zu betonen, weil Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter manchmal gegen das bedingungslose Grundeinkommen eingestellt sind und eine ähnliche Diskussion hattet ihr ja bei der Partei Die Linke jetzt vor einer Woche in Bielefeld auf dem Parteitag. Wie ist das denn da abgelaufen? Also es ging ja schon am Freitag eigentlich los. Man hat an den Gesichtern erkannt, der Delegierten, ja, die Pros und die Kontra eingestellten Leute. Wir haben dann relativ pompös unseren Infostand in der Nähe von einem Eingang aufgebaut. Das schmuck anzusehen aus, aber die Resonanz war erstmal noch verhalten. So am ersten Abend war ja klar, der auch alle erst angeweist. Und am zweiten Tag nahm das dann halt auch so ein bisschen Anlauf. Wir hatten so ein bedingungsloses Formular. Sprich, wir haben Bedingungslose angeboten, wo man was gewinnen konnte. Und wer eine Miete bezogen hat mit bedingungslosem Grundeinkommen, kann man ja nicht verlieren. Da gab es halt Infomaterial, also sprich unsere Broschüre. Und im Laufe der Zeit und am Nachmittag fand ja dann die Debatte statt. Pro- und Kontra-Grundeinkommen mit der offenen Podiumsdiskussion der Parteivorsitzenden. Muss man sagen, dass die Stimmung meines Erachtens pro Grundeinkommen war. Also ich war in dem Plenarsaal, in dem Saal da drin halt, ja, und dann habe ich mir das mal angeguckt. Und da muss ich sagen, so wieder 60% haben immer applaudiert, wenn pro Grundeinkommensargumente gefallen sind. Und in 30 waren ungefähr 30%, die so dagegen gehalten haben. Und 10% waren wirklich wahrscheinlich auch noch so unsicher. Ja, das war also der Eindruck, den ich hatte in den ersten beiden Tagen. Auf dem Bundesparteitag der Partei Die Linke wurde über dieses bedingungslose Grundeinkommen erstmals diskutiert. Sollte diese Debatte nicht eigentlich schon vor einem Jahr stattgefunden haben? Was war denn da eigentlich schiefgegangen? Das ging jetzt seit 2008 in der BAG Grundeinkommen und wir sind ja auf jeden Parteitag immer vertreten mit einem Infostand. Im letzten Jahr haben wir uns darauf vorbereitet, da war der Bundesparteitag in Berlin. Da haben wir Referenten aus Österreich eingeladen, wir hatten einen Soziologen eingeladen, sind alle angereist. Und leider ist es da so gewesen, dass das Thema bedingungsloses Grundeinkommen aufgrund der Zeit hinten runtergefallen ist. Das wurde zweimal verschoben innerhalb des Parteitages und am letzten Tag ist es dann hinten rausgefallen. Hier sehr, wie soll ich sagen, ich nenne es mal gelinde gesagt, sehr enttäuscht waren. Aber aufgrund dessen, dass der Bundessprecher noch mal Druck gemacht hat, in Berlin wurde uns dazu gesagt, dass beim nächsten Bundesparteitag, also sprich der jetzt in Bielefeld war, das bedingungslose Grundeinkommen erstmalig debattiert wird. Und das wurde es ja auch. Und man muss sagen, es war für uns eine Genugtuung, nach so vielen Jahren harter Arbeit dieses Thema überhaupt in der Partei platziert zu bekommen und die Möglichkeit zu haben, einfach mal unser linkes emanzipatorisches Grundeinkommensmodell vorzustellen. Und wir waren alle sehr glücklich und froh, dass das passiert ist und das sah auch schick aus auf der Bühne. Man kann das gerne im Internet mal nachgucken. Es war ein super Podium und eine super Präsenz. Auch die Medien haben gut berichtet darüber, sodass ich denke mal viele Leute angefickt haben, sich intensiver nochmal mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu beschäftigen. Ich habe mal eine Frage. Hallo, ich bin Juliane Bär. Ich bin mit Olaf Ostertag Moderatorin hier. Mich würde interessieren, konntet ihr argumentativ Grundeinkommensgegnerinnen und Gegner überzeugen oder zumindest zum Nachdenken bringen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Diplomarbeit über die interne Kommunikation zu bedingungslosen Grundeinkommen innerhalb der Linken geschrieben. Und da war schon zu sehen, dass die meisten Leute erstmal skeptisch sind oder Gegner waren, aber unser Konzept überhaupt noch nicht gelesen hatten. Und so war das, glaube ich, auch bei dem Parteitag. Ich denke mal, dass die wenigen sich damit beschäftigt haben, unser Konzept sich mal zu Gemüte geführt haben. Deswegen war halt auch der Andrang nach der Diskussionsrunde auch am Sonntag größer. Die Broschüren sind wirklich weggegangen, sodass wir davon ausgehen, wer sich halt mit unserem Konzept auseinandersetzt, der kann nicht mehr so skeptisch sein bezüglich des Grundeinkommensmodells, beziehungsweise kann sich auch nicht mal als Gegner verorten. Also ich denke mal,
die Stimmung hat umgeschlagen, die Neugier wurde geweckt dadurch durch die Präsenz und ich denke, dass viele Skeptiker aufgrund des guten Beitrags unseres Sprechers Stefan Wolf, der da wirklich in 12 Minuten so eine positiven Argumente gebracht hat, dass es wirklich innerhalb der Linken weiterhin thematisiert werden wird und dass halt mehr Zulauf und mehr Beschäftigung mit dem Thema folgen wird. Also das ist nicht nur meine Hoffnung, sondern das war mein Gefühl nach den 2,5 Tagen und ein paar Parteitagen in Bielefeld. Und was heißt das jetzt für die Partei Die Linke? Es gab ja schon mal einen großen Parteitag von Bündnis 90 Die Grünen, wo über das bedingungslose Grundeinkommen dann auch gestritten und abgestimmt wurde und dann mit einer knappen Mehrheit gesagt wurde, wir fordern es jetzt erstmal nicht. Was wird Die Linke denn mit dem Thema jetzt anfangen? Es gab einen Beschluss, das war auch erstaunlich, weil die Sozialistische Linke, das ist ja auch Zusammenschluss innerhalb der Linken, gewerkschaftsdominiert, ist eigentlich immer der Auffassung gewesen, dass bedingungslose Grundeinkommen lädt ein zum Hängen und Verweilen in der sozialen Hängematte und war eigentlich ein Zusammenschluss, der, muss man einfach so sagen, halt gegen uns gearbeitet hat. Wo wir immer gesagt haben, ja, das bedingungslose Grundeinkommen stärkt doch die Gewerkschaften, aber wir wurden halt immer so angefeindet als Spinner, als Visionäre halt abgetan. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, gab es einen gemeinschaftlichen Antrag von der WAG Grundeinkommen und der sozialistischen Linken, wo man sich beidseitig dazu geeinigt hat, verständigt hat, dass man zusammenarbeiten möchte und die Pro und Kontras wirklich auf gleicher Augenhöhe ausdiskutiert. Und das war das Schöne, dass man bis 2017, sage ich jetzt mal, dazu kommen möchte, dass man einen Mitgliederentscheid auf Bundesebene innerhalb der Partei Die Linke durchführen wird, wenn halt das, unser emanzipatorisches Konzept in der Basis so angekommen ist und verstanden wird, dann möchte man halt wirklich zu einem Mitgliederentscheid kommen, der dann sagt, ja, Die Linke ist bundesweit für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder für ein Konzept oder dagegen. Und das wird sich jetzt in den nächsten Jahren durch die Arbeit der beiden Bundesarbeitsgemeinschaften mal durchziehen, sodass dann irgendwann zu dem Mitgliederentscheid in den nächsten Jahren kommen wird. Und ja, wir sind gespannt. Ich habe da noch eine Frage, und zwar wird von einigen Grundeinkommensgegnerinnen und Gegnern immer moniert, Die Linke will das Grundeinkommen jetzt sozusagen ins Programm haben, um Hartz IV loszuwerden. Dieses leidige Hartz IV, weil man möchte ja mit der SPD ab der nächsten Wahl und Hartz IV steht da im Wege und deshalb jetzt das Grundeinkommen, es wird sozusagen funktionalisiert. Ist das richtig so oder wie kommen die Leute drauf? Auf dem Medial gesehen, das war auch eine relativ neutrale Berichterstattung diesmal vom linken Parteitag, ist es ja so, dass einige sagen, ja, wir wollen Rot-Rot-Grün ab 2017. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Leuten innerhalb der Linken, die sagen, nein, definitiv nicht mit der SPD, so wie sie jetzt aufgestellt ist. Und da muss man ganz einfach abwarten, wie sich die Parteien, die Grünen wie die SPD, bezüglich Hartz IV positionieren. Man darf nicht vergessen, die beiden Parteien haben ja die Hartz IV-Gesetzgebung eingeführt. Das wäre ja normalerweise ein Boomerang-Effekt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die beiden auf einmal sagen, ja, Hartz IV muss weg. Inwieweit sich die Linke dermaßen stark positioniert diesbezüglich und das zur Bedingung macht für eine gemeinsame rot-rot-grüne Koalition, das wird sich ab, das muss man abwarten, wie halt die Stimmung im Land ist, was halt auch alles passiert. Klar ist für die Linke, und da gibt es ja auch einen Parteitagsbeschluss, dass man die Mindestsicherung um 500 Euro anheben möchte und die nicht mehr sanktioniert. Also das ist ein Parteitagsbeschluss. Und inwieweit das Grundeinkommensmodell, wir wünschen uns das natürlich, als positive Alternative für alle Menschen eingeführt wird, das ist halt unser Bestreben, das versuchen wir und wir versuchen natürlich weiterhin, das bedingungslose Grundeinkommen nicht nur als Diskussionsgrundlage ins Parteiprogramm zu bekommen, sondern als Testbestandteil. Und wie war jetzt, du hast gesagt, dass die Modelle oder für die Broschüren am Tag nach der Debatte ganz reißend weggegangen sind. Wie waren denn so die Gespräche? Gab es da Leute, die gesagt haben, ich habe mir vor dieser Diskussion auf dem Parteitag überhaupt keine Gedanken gemacht, aber jetzt beschäftige ich mich mal ernsthaft damit und ich komme wieder auf euch zu? Oder wie war da so letztlich, wie war das Feedback, wie war die Stimmung? Also was mich ein bisschen gestört hat bei den Gegenrednern zum Bedingungslosen-Grundeinkommen, ist so, also die BAG-Grundeinkommen gibt es seit 2005, sind 10 Jahre vergangen. Und das Modell und unsere Konzepte wurden ja noch einmal überarbeitet, 2013 und 2014. Das bedeutet, es gibt ein neues Modell und die Mitgliedschaft hat sich damit nicht auseinandergesetzt. Das bedeutet, die wissen gar nicht, was das Die Linke ein eigenes Modell hat.
Die meisten der Delegierten dachten, wir wollen das Götz-Werner-Modell einführen, 50% über die Mehrwertsteuer kommen, und haben sich aber mit dem Konzept überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das bedeutet, wir sind auch unter den Stand gekommen und die haben erstmal gesagt, ich wusste gar nicht, dass die Linke erstmal ein eigenes Konzept hat, komischerweise. Dann waren sie aber so interessiert, ja, wir lesen uns das durch und da sind ja auch Kontaktdaten da, wir werden auf jeden Fall Fragen stellen und wir hoffen, dass ihr die uns beantwortet. Es gab einen Informationsstand auf 12 Eintritte, also Neueintritte, wo man entweder dadurch überzeugen konnte, dass das thematisiert worden ist auf dem Parteitag, oder auch, dass man sich schon vorher mit dem Bedingungsloseneinkommen identifiziert hat, keine Ahnung. Aber jedenfalls war die Resonanz nach dieser Debatte verstärkt und die Leute sind ins Gespräch gekommen, wollten wissen, wie wird das denn eigentlich finanziert und so weiter und so fort. Und wir hatten dann zwei so eine Roll-Ups da, wo wir das halt erklären konnten. Also es war wirklich ein reger Austausch am Informationsstand, was uns natürlich gefreut hat, weil dann waren wir nicht umsonst da. Und die fünf Leute, die diesen Stand betreut haben, die haben natürlich auch gut zu tun gehabt, um die Leute ins Gespräch zu bringen und die Vorteile und vielleicht auch die Bedenken auszugeben zu wollen. Hier jetzt mal der Rolf mit einer kleinen Frage dazu. Warum muss man denn das BGE durch eine Partei einführen? Kann man das nicht durch einen Volksentscheid machen? Das ist schön. Also ich bin ja auch ein Echter von der direkten Demokratie. Das wäre natürlich eine Maßgabe. Man kann ja natürlich die Petition bringen. Gibt es ja schon einige. Einmal wurde ja die Petition auch schon im Bundestag debattiert. Der Punkt ist halt, diese parlamentarische Demokratie, in der wir leben, die wird natürlich gespeist durch Parteien. Parteien sind für mich eigentlich Bürgerinitiativen. Also eine Bürgerinitiative, wie stellt sich vor, wie die Gesellschaft auszusehen hat in ein paar Jahren oder in der Zukunft, also eigentlich Utopien zu entwickeln, die man realisiert. So, und deswegen ist es halt so, dass halt jede Partei eine Vorstellung hat, wie die Gesellschaft auszusehen hat und wie man das besser machen kann. Also das sollte eigentlich der Anspruch einer jeglichen Bürgerinitiative, sprich Partei sein. Und die Parteien sind dazu wichtig, die über demokratische Wahlen legitimiert sind, diese gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Natürlich könnte man dem vorgreifen und sagen, okay, es gibt einige Positionen in der Gesellschaft, die gehen sowieso alle an, wir brauchen jetzt erstmal die parlamentarische Demokratie, die nicht für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, dann könnte man eine Petition starten und versuchen halt auf dem Weg der demokratischen Wege und der Debatte dann halt zu einem Volksentscheid zu kommen und dann müsste das eingeführt werden. Aber die Initiativen gibt es ja, die gibt es ja seit Jahren, nicht nur von den Linken, sondern auch von anderen Initiativen. Aber wie gesagt, bis jetzt ist das so nicht erfolgreich, weil es halt auch medial auch gar nicht so präsent ist. Also das ist halt mal der Punkt, wenn man dieses Thema immer wieder bringt, mit den Pros und den Kontras und den Einwänden darüber vernünftig debattieren würde, denke ich auch, dass das Bewusstsein dafür ist, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann ist es vielleicht auch ein Gefühl, ja, wir wollen eine Bewegung anschieben, wir bilden kleine Bürgerinitiativen in ganz Deutschland und wieder versuchen halt die Initiativen, die es schon gibt, halt mit unseren Mitgliedsbeiträgen oder mit unserer Arbeit einfach zu unterstützen. So, ich denke mal, das kommt ins Rollen. Es gibt ja noch andere Initiativen, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Da ist man vernetzt und so denkt man halt so, ne? Viele, viele Hände, schnelles Ende. Wir gucken mal einfach, wie lange wir brauchen, um halt eine Bewegung zu formieren, die das dann wirklich auf die Tagesordnung, auf die Agenda der Parteien, beziehungsweise bei Attac, es steht da auch das bedingungslose Grundeinkommen schon auf der Agenda durchzuführen. Du hast vorhin gesagt, jetzt wäre nochmal die Frage dran. Ringo, du hast vorhin gesagt, dass die... Warte mal, was ist? Ich habe die zwei. Jetzt bin ich da. Hallo Ringo. Du hast vorhin gesagt, dass das Modell, das die BAG Grundeinkommen in der Partei Die Linke vorgelegt hat, dass das ein eigenes Modell ist, wussten nicht einmal die Delegierten auf dem Bundesparteitag der Partei Die Linke. Heißt das, dieses Modell ist eigentlich vollkommen unbekannt? Wie ist das eigentlich außerhalb der Partei Die Linke? Ist da dieses Modell bekannt oder habt ihr es da wenigstens so weit gekriegt, dass die Menschen wissen, dass es dieses Modell gibt jenseits von Götz Werner? Also wer sich mit dem Grundeinkommen an sich, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt, der weiß, dass es nicht nur ein Modell gibt, sondern es sind, glaube ich, jetzt 11 Konzepte und Modelle, die auch durchgerechnet worden sind, die eine unterschiedliche Höhe haben, die sich auf unterschiedliche Parameter beziehen, also monetäre Parameter, also geltlich. Und daher denke ich mal, dass die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen der Linken, weil das ja ein emanzipatorisches, bedingungsloses Grundeinkommen ist, dass dieses Modell natürlich nach vorne getragen werden muss und natürlich auch über die Partei, damit man sagt, nein, unser Modell, wir arbeiten nicht gegen die anderen Modelle, sondern wir haben in unserem Modell
einige Aspekte halt noch drin, die zur gesellschaftlichen Umgestaltung da sind, die denjenigen nicht nur als Individuum befreien, sondern einfach auch gesellschaftliche Aspekte, also wie sozioökologischer Umbau wäre da. Eine Steuerumschichtung von oben nach unten zum Beispiel ist ganz wichtig in unserem Konzept. So dass man halt wirklich in die Debatte kommt und die Konzepte miteinander vergleicht. Also das ist halt unser Anspruch. Wir wollen halt über die Linke natürlich dazu beitragen, dass die Debatte weiter vorangetrieben wird. Und dass die Leute halt sagen, okay, es gibt Alternativen zum Kapitalismus, es gibt Alternativen zu Hartz IV, es gibt Alternativen, die mir und meinen Nachbarn halt auch, wie soll ich sagen, das Leben halt sicherer gestalten und Armut definitiv halt zum Teufel jagen in der Gesellschaft. Und dazu trägt das Grundeinkommen vom Modell der Linken meines Erachtens mit am meisten bei. Es waren ja auf dem Bundesparteitag der Partei Die Linke auch Wortmeldungen zu hören pro Grundeinkommen, die man so nicht unbedingt direkt erwartet hätte. Inga Hannemann aus Hamburg, die ja bekannt geworden ist als Mitarbeiterin des Hamburger Jobcenters, hat sich pro Grundeinkommen geäußert. Petra Paul, die Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hat sich geoutet quasi als Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens. Gab es noch andere Überraschungen auf diesem Parteitag? Meine Überraschung war, und ich mag Bernd, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist unser Parteivorsitzender. Also das war für mich eine Überraschung. Dass für den nicht kennt, Bernd Rixinger heißt der Mann. Also Hörerinnen und Hörer haben ja vielleicht auch nicht wirklich intime Kenntnisse der Partei Die Linke. Es gibt Bundesvorsitzende zwei Stück, Katja Kippel und Bernd Rixinger. Und du wolltest über Bernd Rixinger gerade was sagen. Genau, also wir haben zwei Parteivorsitzende, Katja Kipping als Verfechterin von bedingungslosen Grundeinkommen seit Jahren bekannt. Und Bernd Rixinger, alter Gewerkschafter und sondern den Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Und das war für mich eine Überraschung, dass, wenn auch eine Bundesparteitag über ein Thema gesprochen wird, womit sich halt innerhalb der Partei Die Linke eine Bundesarbeitsgemeinschaft seit 10 Jahren beschäftigt, das war für mich eine Überraschung, dann sollte man, wenn man das thematisiert auf einem Bundesparteitag, auf jeden Fall alle Kontra- und Skeptiker auf jeden Fall unser Konzept gelesen haben. Und dann nicht mit Argumenten kommen, die schon längst in einem Konzept widerlegt worden sind. Das war für mich eine Überraschung, dass mein Parteivorsitzender halt so wenig Kenntnis hatte über das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Ansonsten war die Stimmung gut. Also ich wurde angesprochen von Mitgliedern der Delegation aus Brandenburg, ob ich nicht referieren komme, dann in ihrem Kreisverband oder in ihrem Ortsverband. Also das war für mich halt eine Überraschung. Weil auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben sich halt so ein bisschen zurückgehalten bezüglich bedingungsloses Grundeinkommen mit der Positionierung. Und ich denke mal, das war halt eine Überraschung für mich, dass es dann doch so viele Rückmeldungen gab, die gesagt haben, wir wollen uns jetzt wirklich intensiver mit dem bedingungslosen Grundeinkommen als linke Idee auseinandersetzen. Also mit anderen Worten, es war für das bedingungslose Grundeinkommen auf diesem Parteitag in Bielefeld doch ein Erfolg für die BAG-Grundeinkommen in der Partei Die Linke, aber es gibt natürlich die mögliche Ausrede, Bielefeld gibt es gar nicht, also hat die Debatte auch gar nicht stattgefunden. Ich hoffe mal, dass ihr das anders dann in der Partei Die Linke durchsetzen werdet. Was glaubst du? Ja, also dazu wird ja, wir werden ja 10 Jahre, wir haben im Kalibknechthaus in Berlin unser 10-jähriges Jubiläum. Da sind wir ja vor Ort durch das Outing, sage ich jetzt mal, von einigen Bundestagsabgeordneten und einigen Rückmeldungen aus der Presse, denke ich mal, bleiben wir am Ball. Wir werden natürlich weiter jetzt gerade in diesem Jahr nochmal dranhängen und natürlich mit im Austausch mit der BAG, Sozialistische Linke, da halt auch nochmal debattieren, wie geht es denn eigentlich weiter. Das soll jetzt nicht nur eine Luftnummer werden, das soll jetzt nicht verpuppen. Soll nicht der Tropfen auf meinen Stein sein, sondern wir wollen das Thema jetzt weiter fokussieren in der Partei Die Linke und dann halt wirklich zu einer Diskussion führen, die pro Grundeinkommen bleibt und natürlich noch verstärkt und auch Mitglieder gewinnt innerhalb der Linken und außerhalb der Linken, die sagen, das Konzept der Linken, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist das, was wir uns vorstellen und das, was wir auch unterstützen möchten. Da wünschen wir viel Erfolg jetzt hier vom bedingungslosen Nachmittag. Genau, von mir auch. Von Rolf sicherlich auch. Ja, klar. Vielen Dank. Toi, toi, toi. Für die Möglichkeit, so ein bisschen Eindrücke vom Bielefelder Parteitag durch und zu tun und den Hörerinnen und Hörern auch. Und wir sind ganz angetan davon, dass das technisch geklappt hat. Wir haben das hier in dieser Sendung noch nie versucht. Aber jetzt können wir mal sagen, diese Möglichkeit steht uns auch zur Verfügung.
Ringo, ich wünsche dir noch einen schönen, bedingungslosen Nachmittag ins Brandenburgische, wo immer du da gerade gesessen hast, als wir dich zugeschaltet haben. Und viel Erfolg beim Einsatz fürs bedingungslose Grundeinkommen in der Partei Die Linke. Ja, von mir auch. Von vielen euch. Dank aus Berlin. Vielen Dank und euch auch beim Rockradio. Bis bald. Danke, wir machen weiter mit ein bisschen Musik. Erstmal trennen. So, das kam jetzt etwas überraschend. Rolf Gensrich, der 4 Jahre lang in der Sendung war, ist das richtig, Rolf? 4 Jahre? Braucht jetzt mal ein Mikrofon. Ja, 4 Jahre. Ich habe das Ding ja so noch im Café Sibylle mit dem Michael damals dann so langsam noch mitgefahren. Da war noch der Gerhard Becher dabei. Ach, genau. Und seitdem habe ich das gemacht. Und ich dachte mal, gucken, ich möchte euch das ordentlich quasi übergeben. Und ihr habt euch als tolle Moderatoren entwickelt, muss ich mal sagen. Und hervorragend. Ich störe dann auch nicht weiter. Nö, also. Wer hat denn behauptet, dass du störst? Also, haben wir das nicht gesehen, aber wir zücken jetzt schon mal unsere Taschentücher, wie das beim Abschied so üblich ist. Also für alle Radiohörer, wir winken gerade Taschentücher wie so Olaf, an der Bahnsteigkante auf Wiedersehen. Olaf, ich will dich ungern hier im Maßregel. Ich dachte eher zum Tränen abzuholen zu bringen. Ja, ich glaube das auch, aber wir kennen doch das meistens, wenn da so in alten Filmen, wenn da die Dampfloks so langsam an. Also ich hatte jetzt eher so gedacht. Also ich bin ja auch nicht aus der Welt, also ich mache ja nach wie vor die Crazy Loves mit dir hier. Genau, aber wir sind jetzt beim bedingungslosen Nachmittag und da hätten wir doch jetzt ganz gerne, Olaf, ist das auch in deinem Sinne noch ein Abschiedswort von dir? Ja, aber sicher doch. Also das bedingungslose Grundeinkommen als Thema, bleibt dir das auch erhalten? Das bleibt mir auf jeden Fall erhalten und ich bleibe euch insofern erhalten, dass ich künftig dann an dem Sonntag meine Stadtführung hier entlang machen werde und immer wieder mal mit reingucke. Das steht schon mal fest. Ich sage auf jeden Fall mal kurz, also insofern, das Thema ist mir nach wie vor wichtig, aber ihr habt einfach die besseren Connections dazu und ich denke, wie gesagt, die Sendung gewinnt, wenn ich an der Stelle sage, es war schön, vielen Dank, dass ich noch dabei sein durfte und ich mache mich mal auf den Weg und mache was anderes. Aber kannst du dann vielleicht auch nochmal hinweisen auf deine eigentliche Sendung noch? Das ist ja der OK-Beat. Der OK-Beat, der läuft auf jeden Fall der Alex Radio weiter. Ich habe zum Beispiel jetzt am 13. August einen tollen Gast mir eingeladen. Da kommt dann das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum Beispiel mit dem Pressesprecher aus Köln. Ich habe im Juli einmal eine Baugenossenschaft und einmal kommst du ja auch dann zu mir. Ich habe jetzt im Juli am 18. habe ich Leute von einer Initiative hier ein Benefizkonzert für den Schillerkiez geben in Neukölln. Oder aber dann am 2. Juli kommt auch ein toller Gast dann von mir, der auch ein Konzert an 2 Tage später gibt. Also dieser wird natürlich erhalten. Genauso wie auch die Sendung bei Pi-Radio Stadt 8 mache ich weiterhin. Und meine kleinen Sachen bei dem VIP-Radio mit bleibt. Okay, gut. Also bin oft genug zu hören. Um den Fans von Rolf Gensrich jetzt nicht das Herz schwer zu machen, aber hier natürlich die Crazy Words aus jetzt nochmal am 28. Juni. Da machen wir einmal Pause, setzen am Juli aus und machen am 23. August wieder weiter nach der Sommerpause. Genau, aber das sagen wir dann in der jeweiligen Sendung an. Und deine Stadtführungen, die dir ja auch sehr wichtig sind, wie kommt man da eigentlich ran, wenn man jetzt, sagen wir mal, in Berlin frisch angekommen ist, als Neu-Berliner oder Tourist oder sonst wie, wie findet man dich? Ich habe eine Webseite, rolfgensrich.wordpress.com, das ist mein Blog, der wird also spätestens immer am Montagabend aktualisiert, darauf kann man dann erkennen, was ich am nächsten Wochenende mache und wer zufällig an die Transnationalen Ansichten herankommt, diese kleine Stadtviertelzeitung, die gibt es übrigens auch im Netz, da steht unter meinem kleinen Artikel über die unbekannten Ecken immer auch die Termine für die Führung. Und das ist also an jedem Samstag um 14 Uhr die übliche Mauertour ab Pappelallee, Ecke Danziger Straße, über die Kastanienallee, Olaberger Straße, Bernauer Straße bis zum Nordbahnhof, dann gibt es jeden Sonntag momentan um 12 Uhr die Tour durch den Kollwitz-Kiez und die zweite Sonntagstour meistens 16 Uhr dann, wenn ich gerade hier noch was mache, dann nach um 18.30 Uhr eine, da geht es dann quer durch. Also heute Abend zum Beispiel um 18.30 Uhr geht es noch
vom Rino Colosseum in der Schönhauser Allee 108, 23 durch den Gleimkiez bis zum Gesundbrunnen durch oder aber dann in 2 Wochen, da geht es dann hier durch den Kolwitz, durch den Helmholtzkiez durch. Das findet man. Namen eingeben, das ist tatsächlich. Und du bist auch, glaube ich, immer dabei, was auszugraben, was andere, die so durch diese Stadt führen, nicht so präsentieren. Also es kommt noch daher, ich wohne ja hier nur schon seit 32 Jahren in Alsdorfer Werk und finde auch mal irgendwelche Sachen, die unbekannter sind. Wie zum Beispiel die Brotfabrik, wo man ja nur so diese jüngere DDR-Geschichte im Kopf hat, dass das ja mal das Backwarenkombinat war, aber dass es davor, vor dem Krieg Aschinger war und Aschinger quasi die große erste Fastfood-Kette in Berlin war, die über 120 Filialen hatten und die dort zum Beispiel ihre Brötchen gebacken haben und dort auch Würste hergestellt haben, das weiß kaum jemand. Das heißt mit anderen Worten, das Nobel-Restaurant von heute war die Fastfood-Kette von gestern. Das heißt, ja. 2050, wenn wir dann Edelspeisen bei McDonald's oder wie. Ja, so. Ja. Gut, dann kann ich nochmal sagen, lieber Wolf, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die 4 Jahre, von denen ich nur eines miterlebt habe. Danke, dass du vorhin auch gesagt hast, ich würde den Staffelstab übernehmen. Das war so ursprünglich nicht gemeint, weil wir haben ja jetzt 1 Jahr lang zusammen hinter dem Mikro bei dieser Sendung gesessen. Aber ich hoffe, du beehrst uns noch. Ja, also wie gesagt, ich komme hier auch mal rein, wenn es sich so ergibt. Na denn, dann gucken wir raus und du guckst rein und irgendwann gucken wir wieder einander in die Augen. Genau so ist es. Haben wir noch Termine, die wir zum Schluss haben? Wir haben noch ein paar wenige Termine von der Seite des Netzwerks Grundeinkommen. Wir sagen ja immer wieder gerne, dass unsere Partner von Radio LoRa auf Sendung gehen. Das tun sie das nächste Mal am Mittwoch, dem 24. Juni um 19 Uhr. Auch wieder im Netz, allerdings in München auch auf der Frequenz von 92,4. Wir haben hier in Berlin einen Tag vorher die Berliner Bürgerinitiative Grundeinkommen. Das ist um 19.30 Uhr das öffentlich zugängliche Treffen. Uns gibt es auch wieder am 12. Juli, jedenfalls ist das bisher so terminiert. Was werden wir denn da haben, Juliane? Also ich habe angedacht, dass wir eine Sendung machen, eine ganz aktuelle Sendung, und zwar zu den Sanktionen in Hartz IV, die ja jetzt, also ein Richter in Rother hat ja jetzt gesagt, das geht nicht, Leute, wir kippen das. Und ich sehe im Netz, dass sich schon alle Erwerbslosen wahnsinnig freuen und ich warne davor, schon zu glauben, damit sind die Sanktionen aus Hartz IV raus, aber ich will natürlich auch hier nicht vorausgreifen, sondern ich versuche, jemanden ranzukriegen, der uns in 4 Wochen, wahrscheinlich wissen wir dann sowieso mehr, auch ganz, also zum Thema, mit dem wir zum Thema sprechen können, da laden wir uns jemanden ein. Und Leute, wenn euch das interessiert, dann schaltet am 12. Juli wieder rein, wir senden zum Thema Sanktionen in Hartz IV. Interessanterweise gibt es am Wochenende 26. und 27. Juni noch eine internationale Konferenz in Florenz zur Zukunft der Forschung des bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist also ein wichtiger weltweiter Termin und wir gehen jetzt raus. Eine letzte Ansage von mir hier, ab 18 Uhr gibt es die Kaffee- und Kuchensendung mit Felix und ab 20 Uhr Hauptzeit mit Klaus. Es geht dabei um die Zapanale. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der bedingungslose Nachmittag und wir hören uns am 12. Juli wieder. Tschüss Leute. Danke. 30 Sekunden, 90 Sekunden vor der Angst. Also wir haben gefragt. Danke, ich sage danke. Dafür noch 90 Sekunden dauert, aber es ist schon 80 Sekunden. Nee, aber ich meine, wir waren